Willkommen, es ist wieder Montag, Zeit für die Torgranate. Ja, Fliegner sind einfach geil. Äußere mich da jetzt mal lieber nicht. Setzen Euro auf Ehrenberg gegen Patronen, ich hätte es definitiv nicht gemacht. Ja, Christina Talk, herzlich willkommen. Liebe Grüße erstmal an den Dennis Nuspeitsch. Gute Besserung von uns hier. Komm auf die Beine wieder, das ist das Allerwichtigste. Und war gestern ein trauriger Tag. Dennis Nuspeitsch schwer verletzt in Neuhof am Kopf. Und in Lütter sind der Sascha Hofmann von Rückers und der Kevin Muth mit den Köpfen zusammengeknallt. Auch beide ins Krankenhaus gekommen. Auch ihr zwei. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung bei euch. Und ihr kommt wieder tritt schnell. Man kann es im Video sehen, wie die zusammengeknallt sind. Das war heftig. Keine schöne Szene gewesen. Aber man kann im Video auch sehen, ein wunderbares Tor vom Dogan Kilic. Mit dem Außenriss das Ding in den Winkel gezimmert. Ich weiß gar nicht, wie man mit dem Außenriss zimmern kann, aber es hat geklappt. Also es war echt ein klasse Tor. Und war die Krönung auf dem, ja, auch ein verdammt gutes Spiel. Ich fand, es war richtig gut, Lütter gegen Rückers. Also es ist seinem Anspruch, meine ich, gerecht geworden. Und es hat sich gelohnt. Es lohnt sich, meine ich, sowieso immer mehr, wieder mal in die tieferen Ligen zu gucken. Johannes, du warst ja auch in Wölf. Ne? Du hast dir die A-Liga Hünfeld-Hersfeld angeguckt. Wölf gegen Wolfhausen, wie war es da? Zumindest gute Kulisse schon mal. Ich habe Freitag A-Liga geguckt, Hauenthal 2 gegen meine Magenzeller in privater Expedition. Samstag dann Wolfhausen-Wölf. Ich muss sagen, das Freitagsspiel war fußballerisch 2,5 Klassen besser, muss man wirklich so sagen. Wolf, ich würde fast sagen, typisches Derby, 60 Minuten lang, nur es gab auch keine Foulspiele, also es war eigentlich gar nichts, also keine spielerische Klasse, es war ein ganz schwaches Spiel bis dato. Und dann ging es so langsam los, ein paar Torschancen und zum Glück sind dann auch Tore gefallen, sonst hätte ich ja Probleme gehabt, heute die Zahlung vollzukriegen, weil es war wirklich vorher nichts. Aber wie man am Freitag gesehen hat, bei meinem 4-3, es lohnt sich auch, dahin zu gehen. Ja, Donnerstag war ja in Leimbach, Eiderfeld 2 gegen Rosbach. Ja, ihr lacht darüber, das ist geil. Das ist nur wie mit eurem Stadtfußball da, das kannst du doch vergessen. Nee, das ist hundertprozentig. Auf dem Dörfer, es macht Spaß. War auch ein klasse Spiel da in Leimbach. Und die A-Hünfeld, da können wir immer mal hinfahren. Wir zwei machen das. Ne? Ja, das sind zwei Jungs hier, dass die da drin. Wenn du schon so negativ über Stadt sprichst, ich rede negativ über Stadt. Wollte ich gerade sagen. Also. Lass mich mal eins ansprechen. Ich war gestern noch bei FT Fulda 2 gegen Aschenberg United. Okay. Das ist ja Stadtduell, wie du es dir vorstellst. Ne? Und was Aschenberg da abgebrannt hat von den Zuschauern her, das ist der Wahnsinn. Plakat aufgehängt, ne? United Fighted und so weiter. Da hat sich einer ein weißes Gewand rübergezogen. Er sah aus wie ein Gespenst, ungelogen. Also ich weiß nicht, ob es das Abschiedsgespenst für unsere Zweite war, weil die gerade nicht so gut dastehen, kann ich nicht sagen. Aber Wahnsinn, was die da abliefern. Also auch schön, dass so ein junger Verein so Unterstützung erfährt. Also wirklich coole Sache. Absolut, absolut. Ne? Unterstützung kriegt ihr auch mit der ersten, sind wir ja schon fast beim Thema, 8-0 gegen Ulstertal, ohne Tore von Colli. Was ist los, mein Freund? Ja, wie? Wäre denn über die Mittellinie da? Also. Ja, klare Anweisung vom Trainer. Ist das wahr, oder? Nein, Quatsch. Timo Lofink hat einen super Tag erwischt, 3 Tore gemacht, Flo Möller 3 Tore gemacht. Da müssen die Innenverteidiger nicht mehr die Tore schießen. Christian Out, nochmal Grüße an dich, meinen Innenverteidigerkollegen. Ja, wir haben einen super Tag erwischt gegen Ulstertal. Ulstertal, ich weiß nicht, ist ja schon die ganze Saison irgendwie nicht so auf den Beinen. Defensivspieler verloren. Benny Kehler hat zu mir gesagt, ja, vielleicht erwischt es uns dieses Jahr mal wirklich. Und wenn der das schon sagt, dann Ulstertal ist das erwischt es nicht. Dann ist das schon ein schlechtes Zeichen. Aber das hatten sie auch auf ihren T-Shirts stehen, 15 Jahre KHL, unabsteigbar und so weiter. Ja, mal gucken, ob es dieses Jahr wieder so wird. Ihr habt aber jetzt zwei schwere Spiele. Ihr fahrt jetzt Nachruf Biber und Deport Stelos danach. Ne? Genau. Deport Stelos hat ja schon im FZ-Interview so ein bisschen in die Richtung gesagt, wir wollen dieses Topspiel gegen FT Fulda am 3. Oktober. Das haben sie jetzt eigentlich quasi das schon? Haben sie quasi jetzt schon. Jetzt ist es 2. gegen 1. Ob es am Wochenende so ist, hängt ja auch von Deport Spiel noch so ein bisschen ab. Aber ja, ich glaube, das wird ein geiles Spiel am 3. Oktober. Mhm. Johannesberg hat wieder gewonnen in der Verbandsliga. Ja. Sand verloren, 4-0. Ich sehe da ein Grinsen bei dir. Das sieht richtig gut aus. Also jetzt kann man mal so langsam ein neues Ziel setzen, oder Max? Nee. Wie? Nee. Nein. Also, ja, mit der Mannschaft. Also. Mit der Mannschaft, das ist recht klasse. Ja, es war gut. Erste Halbzeit war gut. Zweite Halbzeit, ja. War dann dem Spielstand angemessen. Haben wir dann einen Gang zurückgeschaltet, aber
Ja, aber gut, und wollen jetzt natürlich schon oben dran bleiben, aber muss gucken, dass jede Woche eine Leistung bringt. Es waren immer Spiele letzten Wochen, die waren knapp. Jetzt haben wir wieder einen souverän gewonnen, das war gut, aber auch nicht mehr. Ich war in Petersberg Samstag, gibt es nicht viel zu erzählen. Das ganze Abhaken, das Spiel war echt von Petersberg nicht toll. Es war überhaupt generell kein gutes Spiel. Ja, am Schluss das 1-1, okay. Rote Karte Julian Ellen, das tut natürlich noch weh. Zumal sich der Marc Aschenbrücker auch verletzt hat. Also, ja, da fehlen schon ein paar Mann in Petersberg. Du hast Steinbach gesehen. Gehen wir mal hoch in die Hessenliga. Wir springen heute mal so ein bisschen. 6-0 verloren gegen die Felden. Ganz schwer zu erklären. Also erste Halbzeit, muss ich sagen, war Steinbach wirklich gut. Haben sie im System gut funktioniert, haben 4-4-2 gespielt, haben im Munki mal vorne Unterstützung und Peter Quatscher hingestellt. War eine klar bessere Mannschaft vom Spielerischen her, hat auch der Ottmar Felde nachher gesagt. Wir haben Riesenglück, dass wir unsere zwei Chancen nutzen vor der Halbzeit. Und die zweite Halbzeit geht los, das 3-0 fällt nach 20 Sekunden und dann ging natürlich die Flubberunde. Aber vorher war es wirklich ein sehr gutes Spiel. Ich glaube, es sind so zwei Dinge, die unbedingt passieren müssen. Erstens, sie müssen mal in Führung gehen, um so ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen. Zweitens, sie müssen mal wieder in der zweiten Halbzeit auch wieder Heimtor spielen, weil dass mal ein bisschen Emotionen kommen und so weiter, dass man wieder so. Und das ist ja schon ein schlechtes Gefühl, wenn Steinbach erste Halbzeit nach oben spielen muss. Mhm. Und ja, vielleicht. Also ganz kurios ist das 6-0 wieder. Also Steinbach hat, glaube ich, in den letzten 5 Jahren dreimal Fälle über die Ohren gezogen kriegt zu Hause. Dreimal und dreimal 6. Viermal schon. Also es war 6-0 jetzt gegen Lohfelden, gegen Borussia 6-0 und in der Verbandsliga mal 6-0 gegen Grevenhain. Ich habe es ja bei Borussia rausgesucht. Ich in den letzten Jahren drei, das war das vierte 6-0. 6-0, okay. Also, jetzt ist also wenn dann 6-0, das ist ganz kurios. Ne? Also, ich hatte dann auch schon meinen Bericht relativ zeitnah fertig. Mir war auch klar, das geht 6-0, aber ich stand auf 5-0, weil ich geschrieben habe, Lohfelden hat heute genauso viele Tore geschossen wie in der ersten Saison. Ich war mir sicher, das geht 6-0 aus. Also da gab es überhaupt keinen. Und dann ist es 6 noch gefallen und denke ich, jetzt kann er abhalten. Ja. Du warst in Hadamar, Colli. Ja. Hast dir Lehnerts angeguckt. Da hat man ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Muffe gehabt, aber so ein bisschen Bedenken nach dem 5-0 gegen Offenbach, dass es vielleicht auch für die Meisterschaft eventuell einen Knick hätte geben können. Haben es bewiesen, dass es nicht so ist. Wie war es? Auf beeindruckende Art und Weise das widerlegt. Und zwar, wenn du nach 9 Minuten Rückstand gerätst in Hadamar, Borussia Fulda hat es die Woche davor gesehen, wie schwierig das ist, wenn Hadamar erstmal in Führung ist. Und trotzdem spielen den Knochen am Mittwoch, haben sie wirklich ein super Spiel abgeliefert. Und wir haben uns ja vorher gefragt, ob sich so eine Fahrt nach Hadamar lohnt. Das ist ja eine ewige Fahrerei, aber für mich hat es sich wirklich gelohnt. War ein super Spiel wieder von Lehnerts, macht wirklich Spaß dazu zu gucken. Jetzt kommt Alzenau. Also besser geht's nicht. Da kommen auch hoffentlich ein paar Zuschauer, weil verdient hätte es Lehnerts. Und Lankovic, Tor gemacht. Ja, super Geschichte. Also ich habe so ein bisschen in der FZ darüber geschrieben, dass drei Spieler so ein bisschen die Schlagzeilen gehören. Jan-Niklas Jordan, der 4 Uhr morgens geflogen ist zum Spiel, macht dann das Tor mit einem wirklich sehenswerten Volleyschuss. Dann Bravo Sanchez Tor und 2 Vorlagen und Milankovic trifft in seinem ersten Spiel. Also Max, du hast vor ein paar Wochen noch geschrieben, dass die drei Spieler Bayer, Schaf und Trägler so die zentrale Achse bilden. Jetzt können wir über 3 andere Spieler schreiben, obwohl die anderen drei auch wirklich super Spieler abgeliefert haben. Also ja, die werden passt eine gute Rolle spielen, also echt sehr gut. Ja. Du warst mit Alzenau 1-1 gegen Borussia? Ja, also irgendwie, ich sag mal, nach 17 Minuten sage ich, wenn Borussia das Spiel gewinnt, ist okay, weil Alzenau nichts eingefallen ist da vorne. Wenn am Ende Alzenau das Spiel gewinnt, weil sie in den letzten 20 Minuten wirklich drüben überlegen war, darf sich Borussia nicht beschweren. Ich fand es irgendwie auch, sie haben gut verteidigt, Borussia, aber so nach vorne, wie es auch bei dir war, ich will nicht sagen, ist sie nicht einfällt, aber es ist 1-0 war eine überragende Aktion von Mankiewicz, wo er anzieht und Kornagel sieht. Aber ansonsten war halt auch, wir hatten einen Distanzschuss noch von Mankiewicz, aber sonst kam man wirklich gar nichts da vorne. Und es war so ein bisschen, weiß ich nicht, also wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber okay. Ja, irgendwas, ein bisschen was fehlt noch, ne? Um auch zum Spiel mal zu gewinnen, also mal gucken. Lass uns nochmal über die Gruppenliga reden, ganz kurz, über Thalau gegen Bachheim. 11 Uhr Anstoß am Sonntag. Mir plädieren da ja alles so ein bisschen dafür für so ein Gruppenligaspiel der Woche morgens um 11. Ich halte mich da raus. Ja, aber ich muss echt sagen, für das Scheißwetter, was am Sonntagmorgen war, es war ja echt Schmuddelwetter, es war nass und es war alles andere als gut. Waren die 250 Zuschauer echt okay und der Roland Wahl hat es nachher auch gesagt, also um 15 Uhr hätte man die nicht gehabt. Ja, also es hat sich wieder gelohnt, um 11 Uhr zu spielen, wobei das Spiel eigentlich nicht toll war. Thaler war zu überlegen, oder Proschke war zu überlegen, sagen wir es mal so.
Ich habe mir rausgeschrieben, wer bei Bachheim alles nett gespielt hat. Robby Neuhäuser, Jakov Pavic, Philipp Lesser, Raphael Link, Christopher Schenkel, Marco Ivkovic, Francisco Martinez und Julian Fuchs. Wenn ich da noch einen Torwart, den Felix Kahn, herausnehme und stelle zwei von der Mannschaft auf, die in Thalau gespielt haben, dann habe ich eine Top-Gruppenliga-Truppe. Also das sieht wirklich ganz mau aus personell. Die zweite hat abgesagt. Ich habe auch mit dem Hannes Ohne einfach gesprochen. Der Franz, der probiert auch alles. Aber im Moment ist... Ja, wenn keiner da ist, ist keiner da. Er weiß gar nicht mehr, was er noch probieren soll, weil es ist schwierig. Es ist einfach schwierig. Personelle Lage, miserabel. Ich glaube, der Stefan spielt jetzt auch schon defensiver, ne? Oder du warst ja, der hat Sechser gespielt. Ja, dafür spielt sein Bruder vorne, aber ich muss halt echt sagen, wo er nicht auffällt, ist egal. Ob er rechts nicht auffällt oder vorne nicht auffällt. Also von Patrick muss ich sagen, mit der Erfahrung wünsche ich mir ein bisschen mehr. Muss ich jetzt echt mal ein bisschen kritisieren. Da wünsche ich mir wirklich ein bisschen mehr. Aber es ist trotzdem ist es natürlich auch eine schwere Zeit jetzt gerade. Ne? Also einfach hat das auch nicht, muss man mal sagen. Und Thalau, wie gesagt, Broschke, ein Tor, sensationell im Strafraum, auf dem Bierdeckel ausgespielt, drei Mann und darunter beide Unheißers, die ja erfahren genug sind und Fußball spielen können. Ja, der hat echt auf dem Bierdeckel nass gemacht, hat das Ding reingeschoben, das war echt ein geiles Tor. Und wie gesagt, ansonsten ist noch aufgefallen, Weiberts gegen Gundhelm, 2:16. In der A-Liga, aber auch da müssen wohl jede Menge Leute gefehlt haben. Aber 16 Stück daheim, weil ich habe mal nachgeguckt in unserem schlauen Wikipedia, was wir uns ja angelegt haben, das hat es in Weiberts noch nie gegeben. Also es ist keine zweistellige Heimniederlage vermerkt gewesen. Jetzt waren es 16, das ist schon krass. Ja, ich denke, das war's für die Woche und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Am 2. Oktober gibt es keinen Festina-Talk, erst am 9. dann wieder.